Schönen Vormittag. Ich darf Sie heute wieder zu einer ZIP-Spezial anlässlich der aktuellen Corona-Situation in Österreich begrüßen. Durch diese Sendung begleiten Sie Anna Zeppitsch und Lydia Sammer über ORF 2 Europe in Gebärdensprache. 4 Wochen ist es inzwischen her, dass unser Alltag komplett auf den Kopf gestellt wurde. Seither gelten in Österreich Ausgangsbeschränkungen, die Straßen beinahe leer, die Wirtschaft heruntergefahren, alle Geschäfte, die für den alltäglichen Bedarf nicht notwendig sind, geschlossen. Doch mit dem heutigen Tag wird sich das wieder ändern. Die Bundesregierung wird heute den Startschuss für ein stufenweises Wiederhochfahren der Wirtschaft geben. Im Rahmen dieser Sendung übertragen wir die Pressekonferenz von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer live. Blicken wir davor noch auf die aktuellen Zahlen. Seit 2 Tagen gibt es in Österreich mehr Genesene als am Virus Infizierte. Auch die Zahl jener Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden, hat leicht abgenommen. 14.060 Fälle werden derzeit gezählt, 7.633 Personen sind wieder gesund. 384 Patienten sind an den Folgen des Virus gestorben. Trotzdem lassen die Zahlen eine leichte Entspannung erkennen. Deswegen heute also auch der Schritt zu einer ersten Lockerung der Maßnahmen. So dürfen kleine Geschäfte unter 400 Quadratmeter und Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen, aber unter strengen Regeln. Die Abstandspflicht muss eingehalten werden. Außerdem muss beim Einkaufen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das gilt ab heute auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Heute ist es also nach Wochen des Shutdowns soweit. Kleine Geschäfte bis 400 Quadratmeter sperren wieder auf. Bislang war das ja nur für den Lebensmittelhandel, für Apotheken und ähnliche Versorgungsgüter gestattet. Nun also auch Bücher, Mode und dergleichen. Viel los ist heute früh zumindest in der Wiener Innenstadt noch nicht. Geöffnet haben seit heute auch die Bau- und Gartenmärkte. Sie sind die große Ausnahme der Größenbeschränkung von 400 Quadratmetern. Seit Wochen erledigen viele Österreicherinnen und Österreicher offenbar jene Heimarbeiten, für die bislang immer die Zeit fehlte. Und so wird heute früh bereits von einem enormen Andrang bei den Baumärkten berichtet. Und ebenfalls ab sofort gilt auch eine Maskenpflicht in Taxis und öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer dort ohne Maske angetroffen wird, riskiert empfindliche Strafen. Die Kontrolle obliegt auch hier der Polizei. Wie dieser Tag heute angelaufen ist, das bespreche ich jetzt mit Florian Kobler in Wien und Thomas Koppensteiner in St. Pölten am Bahnhof. Florian Kobler, ich möchte mit Ihnen beginnen. Viele Geschäfte in Wien haben heute in der Früh zum ersten Mal seit 4 Wochen die Türen wieder aufgesperrt. Wie ist das angelaufen? Ja, ich würde sagen, sehr ruhig, sehr gemächlich. Die Geschäftstreibenden haben eher die Zeit genutzt, um noch einmal ordentlich zu putzen, um Regale einzuräumen, weil viel Kundschaft hat man hier noch nicht gesehen. Das heißt, dass die Bevölkerung noch sehr verunsichert ist. Was dürfen sie nicht? Und man ist wirklich froh über jeden einzelnen Kunden, der hier heute kommt. Ich bin hier in der Wollzeile, da haben so 20, 25 Geschäfte geöffnet. Im ersten Bezirk sind es mehr als 1.000 und wienweit mehr als 4.600. Und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig appelliert eben, dass man hier regional einkauft. Und ja, ein bisschen weniger Vorsicht ist bei den großen Baumärkten. Da habe ich vorhin mit einem großen Baumarkt telefoniert. Die sagen, es ist so viel Andrang wie an einem sehr, sehr, sehr starken Einkaufssamstag. Aber man betont auch gleichzeitig, dass sich alle an die Regeln halten, Abstand halten. Und bei den Baumärkten ist man sehr zufrieden. Hier in der Wiener Innenstadt ist man noch ein bisschen zurückhaltend. Man setzt ein Signal, dass man offen hat. Aber es läuft noch sehr, sehr ruhig und gemächlich. Thomas Koppensteiner am Bahnhof in St. Pölten. Maskenpflicht gilt heute auch in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Halten sich alle daran? Ja, die Leute halten sich daran und viele hier in St. Pölten legen die Maskenpflicht sogar freiwillig etwas strenger aus. Ich habe das gerade erst auch wieder beobachtet. Der Mundschutz, der Nasenschutz wird drüber gezogen, noch bevor man das Bahnhofsgebäude betritt. Dabei gilt ja generell die Regelung, im Bahnhofsgebäude gilt noch keine Maskenpflicht, auch nicht hier heroben auf den Bahnsteigen, sondern erst, wenn man dann tatsächlich in den Zug, in die Straßenbahn oder in den Bus einsteigt. Wichtig ist, das betont die ÖBB, man setzt vordergründig auf Information, das heißt, die Zugbegleiter sind dazu angehalten, die Fahrgäste auf diese Maskenpflicht hinzuweisen. Erst sollte diese Ermahnung eben nicht reichen, dann kann man auch die Polizei verständigen und die ist dann auch in der Lage, eine Strafe zu verhängen. Wichtig auch für Fahrgäste, die Öffis benutzen, Masken müssen selbst mitgebracht werden. Es werden keine verteilt, auch nicht verkauft. Am ersten Tag hat das hier in St. Pölten jedenfalls sehr gut funktioniert. Die Leute sind sehr diszipliniert, soweit die ersten Eindrücke aus St. Pölten.
Vielen Dank für diese Live-Berichte. Thomas Koppensteiner am Bahnhof in St. Pölten und Florian Kobler in der Wiener Innenstadt. Und in der Wiener Innenstadt wechseln wir jetzt den Standort und schauen vor das Bundeskanzleramt. Dort ist meine Kollegin Claudia Dannhauser. Heute also der Tag, an dem die Bundesregierung einen ersten Schritt Richtung Alltag macht, sozusagen. Was werden wir da heute in der Pressekonferenz hören? Ja, für die Bundesregierung beginnt heute eine besonders heikle Woche. Mit der schrittweisen Wiedereröffnung der Geschäfte riskiert man natürlich auch, dass auch die Fallzahlen bei den Corona-Infizierten wieder ansteigen. Und genau auf diesen Spagat will man heute sehr dezidiert hinweisen. Man will auch erklären oder noch einmal klar vor Augen halten, dass mit dieser Lockerung auch Verschärfungen einhergehen. Dass es eben die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt. Dass es auch Strafen gibt, wenn man zuwiderhandelt, den Abstand nicht einhält, die Masken nicht aufsetzt. Diese Rolle der Mahner, die werden wieder der Bundeskanzler und der Vizekanzler einnehmen und der Innenminister, der wird dann die aktuellen Zahlen der Anzeigen präsentieren, der Gesundheitsminister wird dann die aktuellen Krankheitsfälle, also die Zahl der Infizierten darlegen. Es wird also heute auch wieder vermutlich einen Appell der Bundesregierung an die Bevölkerung geben, sich an die Maßnahmen zu halten. Denn, und auch das wird immer wieder betont, sonst müsste die Lockerung wieder zurückgefahren werden. Wann wäre das denn der Fall? Naja, das wäre sicher der Fall, wenn man sieht, dass die Zahlen einfach extrem wieder zunehmen. Dann muss man das an Ganze wieder Stelle zurücknehmen. Claudia Dannhauser, es tut mir leid, ich darf Sie an dieser Stelle schon wieder unterbrechen. Okay. Denn in dieser Minute kommt die Spitze der Bundesregierung vor die Öffentlichkeit. Innenminister Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler, Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Meine Damen und Herren, geschätzte Kollegen in der Bundesregierung, ich hoffe, Sie alle hatten trotz der Corona-Krise halbwegs schöne Osterfeiertage. Und ich darf gleich nach Ostern mit einer positiven Nachricht beginnen. Wir sind auf Kurs. Die Zahlen der Infektionen entwickeln sich gut. Die Zahlen der Neuansteckungen, aber auch der Hospitalisierungen gehen in die richtige Richtung. Und der Grund dafür sind Sie alle, sehr geehrte Österreicherinnen und Österreicher, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen für Ihre Disziplin, für Ihr Durchhaltevermögen, auch für Ihre Geschlossenheit bedanken. Wir haben die Notbremse nicht ziehen müssen, die wir vorgesehen haben, sondern wir haben nach wie vor konstant eine gute Entwicklung der Zahlen in Österreich. Wir können daher wie geplant heute den ersten Schritt in Richtung neue Normalität setzen. Mit heute sind kleine Geschäfte in Österreich geöffnet. Die Ausgangsbeschränkungen gelten weiterhin und dort, wo es möglich ist, sollte auch weiterhin zu Hause gearbeitet werden, also sprich wie bisher auf Homeoffice zurückgegriffen werden. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass die Situation nicht so ist, wie sie früher einmal war, dass unser Leben nicht so ist, wie wir es kennen und schätzen, sondern es ist eine neue Form der Normalität, aber es ist zumindest heute ein erster Schritt in Richtung Öffnung, der möglich geworden ist. Unser Zugang in den nächsten Monaten wird ganz klar sein, so viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie notwendig. Und entlang dieser Leitlinie werden wir in den nächsten Wochen versuchen, dem Fahrplan zu folgen, den wir als Bundesregierung ausgearbeitet haben. Ich sage aber dazu, sollten sich die Zahlen in die falsche Richtung entwickeln, dann werden wir selbstverständlich die Notbremse ziehen, die wir vorgesehen haben für den Fall, dass es notwendig wird. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen, liebe Österreicherinnen und Österreicher, bedanken für diese unglaubliche Entbehrung, für diesen unglaublichen Verzicht, den Sie in den letzten Wochen aushalten mussten. Aber diese Entbehrung, dieser Verzicht, dieses Abstandhalten, auch die Disziplin, das Maskentragen dort, wo es notwendig ist, das macht es möglich, dass wir heute den ersten Schritt in Richtung neue Normalität setzen können, dass wir die kleinen Geschäfte öffnen können und ein Stück weit uns wieder dem Leben annähern können, das wir in Österreich gewohnt waren und das wir alle so lieben. Wir
haben als Bundesregierung natürlich auch in einigen Bereichen über das Wochenende versucht, die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Und ein Bereich, in dem natürlich die Bevölkerung ganz dringend schon auf Antworten wartet, ist der Bereich der Sportveranstaltungen, des Sports im Allgemeinen, aber auch der Kultur und der Großveranstaltungen. Der Vizekanzler wird da gemeinsam mit dem Innenminister am Mittwoch und am Freitag einen Überblick geben, damit es in diesen Bereichen auch Gewissheit gibt, wie sich die nächsten Monate entwickeln werden. Darüber hinaus danke ich dem Innenminister, der auch heute wieder einen Überblick geben wird, wie sich die Polizeieinsätze entwickelt haben und wie groß die Disziplin auch im öffentlichen Raum in Zeiten der Corona-Krise ist. Und darüber hinaus ein Danke noch an den Gesundheitsminister dafür, dass jetzt auch stärker noch die besonders gefährdeten Gruppen geschützt werden. Es gibt hier nicht nur einen Fokus auf diese Gruppen, sondern auch bei den Testungen eine Schwerpunktsetzung auf Pflege, Spitäler, Menschen mit Behinderungen und den Gesundheitsbereich ganz im Allgemeinen. Das soll ein weiterer Schritt dazu sein, dass wir diese besonders gefährdeten Menschen, nämlich Ältere oder Menschen auch aufgrund von Behinderungen, die einfach stärker unter der Krankheit leiden würden, wenn sie sich anstecken, dass diese ganz besonders geschützt werden. Abschließend möchte ich festhalten, dass wir uns nicht nur bemühen, humanitär besser durch diese Krise zu kommen als andere, sondern selbstverständlich auch wirtschaftlich schneller wieder aus dieser Krise herauskommen wollen als andere Staaten. Die Öffnung der Geschäfte ist hier ein wichtiger Schritt. Ich bin aber darüber hinaus froh, dass das Modell der Kurzarbeit angenommen wird und wir so Arbeitsplätze retten können, die ohne diesem Modell gefährdet werden. Und dass auch das 38-Milliarden-Paket gut angenommen wird, von den Unterstützungszahlungen bis hin zu den Garantien. All das sind wichtige Instrumente, um die österreichische Wirtschaft in dieser schwierigen Phase bestmöglich zu unterstützen und Arbeitsplätze in unserem Land zu retten. Abschließend danke an die gute Zusammenarbeit in der Regierung, auch über die Ostertage, Herr Vizekanzler, geschätzte Kollegen in der Bundesregierung, und natürlich ein ganz großes Danke an Sie, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Bitte bleiben Sie weiterhin stark, bitte halten Sie weiterhin durch. Die Krise ist noch lange nicht überstanden, aber wir sind froh über das, was wir gemeinsam bisher erreichen konnten, dass wir in Österreich zumindest das Schlimmste verhindern konnten und heute sogar einen ersten Schritt in Richtung neue Normalität gemeinsam machen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Ich ersuche um das Statement durch den Herrn Vizekanzler. Bitte schön. Ja, danke auch für die gute Zusammenarbeit, gerade eben auch noch über die Ostertage. Zweitens, Dank natürlich an die Bevölkerung und an alle, die hier in Österreich leben, dass sie sich in den Ostertagen auch so über weiteste Strecken, wie wir, denke ich, hören werden, so vorbildlich verhalten haben. Gemeinsam ist ja aufgrund dieses gemeinsamen Auftretens derer, die hier Empfehlungen abgeben und Maßnahmen vorgeben, aber vor allem durch ihr Mitwirken, geschätzte Bevölkerung, ist es ja gelungen, dass wir hier so viel erreicht haben in Österreich. Und weil wir so viel erreicht haben, ist es auch möglich, wenn man das jetzt international vergleicht, dass wir früher wieder mit Lockerungsmaßnahmen beginnen können. Also wer den Blick auf die Zahlen nicht scheut, der wird sehen, dass die entsprechenden Kurven hier sich nicht nur abgeflacht haben, sondern in bestimmten Indikatoren wir feststellen können, dass die Zahlen sogar schon wieder zurückgehen. Das macht eben den Unterschied zu vielen anderen und vergleichbaren Ländern, weil wir eben so rasch und konsequent dran waren. Aber das Stichwort ist ja schon gefallen. Wir haben einen Lockerungsplan jetzt für die nächsten Wochen, einen Fahrplan, wenn Sie so wollen, mit dieser eingebauten Notfallsbremse. Und darf da die Methode noch in Erinnerung rufen, die wir uns vorgenommen haben. Wir werden in 2 bis 3 Wochenschritten verfolgen. Das scheint uns ein Abstand, ein zeitlicher,
wo wir das Wirken der jeweiligen Maßnahmen oder auch Lockerungen nachverfolgen können, dass wir hier natürlich genau darauf achten werden, dass die Zahlen nicht wieder steigen. Solange es gelingt, die Ansteckungsraten und die Ausbreitungsgeschwindigkeit dort gering zu halten, wird ja weiteres möglich sein. Und wir müssen nur deshalb genau darauf achten, weil ja die Durchseuchungsrate derart gering ist in der Bevölkerung, was ja die umgekehrte Seite der Medaille ist, des Erfolgs der Maßnahmen, dann ist es natürlich klar, dass bei Unachtsamkeit die Kurven nicht nur steigen, sondern dass sie wieder explosionsartig steigen. Und darauf müssen wir achten, und das werden wir auch immer mit dem Ziel, und da ist ja Herausragendes gelungen, dass das Gesundheitssystem nicht in seinen Kapazitäten gesprengt wird. Nun, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die nächsten Schritte, wo wir daran denken, Lockerungen vorzunehmen. Es wurde ja schon angedeutet, wir werden morgen für den Sportbereich einige nicht nur Ankündigungen machen, sondern genauere Maßnahmen vorstellen können. Das betrifft jetzt einmal die Sportstätten auch dann, so viel kann man schon sagen, weil die Sportausübung im Freien ist ja jetzt unter gewissen Einschränkungen ja durchaus erlaubt und wenn Sie so wollen, als gesundheitliche Maßnahme durchaus erwünscht. Aber morgen soll es dann um die Sportstätten gehen. Es wird Sie nicht wundern, wenn wir die Logik und den Hausverstand walten lassen, der uns sagen wird, dass Outdoor-Veranstaltungen leichter zu organisieren sind als Indoor-Veranstaltungen, auch was die Sportstätten selber betrifft, und Einzelsportarten oder jene Sportarten, wo man ausreichend Abstand halten kann, einmal schneller drankommen als jene, die Mannschaftssportarten sind oder gar Kampfsportarten. Und für den Kultur- und den sonstigen Veranstaltungsbereich werden wir gegen Ende der Woche die nächsten Lockerungen ankündigen können. Das ist es hier im Wesentlichen. Wir sind natürlich mit allen hier in Verbindung, gerade was den Sport betrifft, der ja hier für viele im besonderen Interesse steht, auch was den Spitzensport betrifft. Und wir werden hier, wenn wir beispielsweise nur den Fußball herausnehmen, es soll aber nicht das Einzige sein, heute noch und morgen mit dem ÖFB, mit den Verantwortlichen der Bundesliga hier konferieren, um zu schauen, was möglich ist. Unsere Aufgabe als Politik ist es, Möglichkeiten zu schaffen, Einschränkungen so viele wie notwendig, aber Freiheiten so viele wie möglich. Und dann können, sollen und dürfen die jeweiligen Sportverbände selber auch mitentscheiden, was sie im Rahmen dieser Möglichkeiten tun können. Diese Entscheidung können wir ja nicht abnehmen, aber wir wollen hier die entsprechenden Rahmenbedingungen vorgeben, dass auch hier Planungssicherheit einkehrt. Letztes, ja, Sie sehen und hören ja, dass wir im Sport- und Kulturbereich auch länger gewartet haben mit den Lockerungen. Allerdings sollen alle gewiss sein, dass ja auch hier mit Hochdruck an den entsprechenden Entschädigungsfonds gearbeitet wird. Teilweise passen die bestehenden Fonds schon auf einzelne Vereine im Sportbereich und für alle, insbesondere die nicht gewinnorientiert sind, wird das ja in diesen Tagen ebenfalls fertiggestellt, sodass auch im Sport- und im Kulturbereich und im allgemeinen Veranstaltungsbereich das Ziel eingehalten werden soll, dass niemand mit seinen Schäden und mit seinen Kosten alleine zurückbleibt. Dankeschön. Dankeschön, Herr Vizekanzler. Ich ersuche um das Statement des Herrn Gesundheitsministers. Bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite eine positive Bestandsaufnahme. Ich kann Ihnen ein paar Detailzahlen präsentieren, die das, denke ich, sehr gut unterstreichen können, dass wir heute wirklich Anlass dazu haben, was die erste Etappe unseres Marathons betrifft, von einem durchaus großen Erfolg zu sprechen. International breitet sich zwar die Pandemie weiter auf eine wirklich besorgniserregende Art und Weise aus. Wir haben weltweit mittlerweile über 1,9 Millionen bestätigte Erkrankungsfälle, 120.000 Todesfälle. Auch in den letzten 24 Stunden ist die Zahl der Todesfälle wieder deutlich gestiegen, vor allem in den USA, dem Vereinigten Königreich, Italien, Spanien, Frankreich, Belgien mit Zahlen in Europa bei diesen genannten Ländern zwischen 700 und 300 Todesfällen.
Wir können aber in Österreich wirklich davon ausgehen, dass dieser Versuch, den wir gemeinsam realisiert haben, nämlich mit sehr starken Maßnahmen, dass die Zuwachsraten, die wir hatten, Mitte des März, da waren wir bei 40, 42, 46 Prozent Tageszuwachs. Eine dramatische Situation hat es damals gegeben. Wir konnten mit Maßnahmen, die offensichtlich richtig waren und zum richtigen Zeitpunkt gesetzt wurden, diese Zuwachsraten dramatisch verringern, absolut das Ziel erreichen. Und da gibt es einen, der dafür verantwortlich ist, und das ist die Bevölkerung Österreichs. Großartig, wie die Mitbürgerinnen und Mitbürger hier mitgemacht haben und bewiesen haben, dass jeder Einzelne und jede Einzelne ein Teil der Lösung ist. Nur so hat es funktionieren können. Ich zeige Ihnen ein paar Zahlen und Grafiken. Wir sind mittlerweile beim 10. Tag, wo die tägliche Zuwachsrate mittlerweile unter 3% ist. Heute sind wir im Vergleich zur Situation vor 24 Stunden bei einem Plus von 0,8%. Das ist der bisherige Rekordwert im Positiven. 0,0 ist das Ziel. Aber schrittweise nähern wir uns dorthin an. Das ist ein Plus von 107 Neuerkrankungsfällen. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr beachtliche Entwicklung. Ähnlich die Situation bei der Frage der Doppelungszahlen, für uns immer ein Indikator gewesen und bis heute ein Indikator, wie viele Tage braucht es bis zur Verdoppelung der Zahlen. Da waren wir am Beginn Mitte März, Sie können sich sicherlich erinnern, bei alle 3 Tage eine Verdoppelung. Mittlerweile sind wir bei 39 Tagen eine Verdoppelung, auch das ein schönes Indiz dafür, dass der Kurs stimmt, dass die Richtung stimmt, dass das Unterfangen grundsätzlich gelungen ist. Und wir haben auch die erfreuliche Situation seit mittlerweile 4. April, dass täglich die Zahl der Neugenesungen größer ist als die Zahl der Neuerkrankungen. Die Neugenesungen sind da jeweils grüne Balken, in Summe eine sehr positive Gesamtentwicklung. Wir haben mittlerweile in Österreich 7.542 Genesene und das ist die Zahl, die abzuziehen ist von den 14.147 Gesamterkrankten. Die Statistiker haben sich auch angesehen, die Frage der aktuellen Fälle im internationalen Vergleich, nämlich nach Ländern pro 100.000 Einwohner, also pro Kopf, heruntergerechnet. Die rote Kurve ist die Kurve Österreichs. Auch da sehen wir, dass das schön und positiv in die richtige Richtung in den letzten Wochen gegangen ist. Noch einmal eine Bestätigung. Und Österreich ist auch, was die Zahl der Todesfälle betrifft, wieder auf 100.000 Einwohner gerechnet. Hier gemeinsam mit Deutschland vergleichsweise sehr gut unterwegs. Das ist die Gesamtsituation. Und vielleicht auch noch ein positiver Aspekt bei dieser Gesamtbewertung. Die Zahl der Testungen konnte mittlerweile auf 152.000 in Österreich gesteigert werden. Wir sind damit durchaus auch im internationalen Ranking mit unter den besten Ländern, was die Zahl der Testungen betrifft. Aktiv Erkrankte heute 6.168. Auch diese Zahl sinkt schön. Das war die erste Etappe und die erste Etappe haben wir uns eigentlich am Beginn gedacht, wird die schwierigste. Ich bin überzeugt davon, die zweite Etappe wird noch deutlich schwieriger, denn hier geht es jetzt um das Steuern, um darum zuzulassen, schrittweise eine Öffnung zu realisieren und gleichzeitig aber trotzdem die Entwicklung des Virus unter Kontrolle zu halten. Das ist die oberste Maxime dabei. Der Appell deswegen auch von meiner Seite, verantwortungsvoll jetzt vorzugehen seitens der Bevölkerung, verantwortungsvoll und maßvoll und diese schrittweise gesicherte Öffnung so zu verwirklichen, dass unsere Grundregeln tagtäglich weiter gelebt werden, nämlich der Mindestabstand, die Hygienemaßnahmen und die Verkehrsbeschränkungen, die in Summe dafür gesorgt haben, dass wir das erreicht haben, was wir hier heute vor uns haben.
Wir werden diese Entwicklung sehr, sehr genau begleiten. Was ist nämlich die Schwierigkeit dabei? Die Schwierigkeit ist, dass neue Infektionen sich immer erst nach 10, 12, 14 Tagen in der Statistik niederschlagen. Das heißt, das wäre dann zu spät. Deswegen kontrollieren wir aktuell laufend begleitend mit zwei großen, hauptsächlich mit zwei großen Maßnahmen. Einerseits Zielgruppentests. Da wird es vor allem um die Mitarbeiterinnen im Handel gehen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Handel. Und zweitens vor allem den großen Schwerpunkttest, der bereits angesprochen wurde vom Bundeskanzler, nämlich einerseits Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in allen Gesundheitsberufen, ein Teil des Schwerpunktprogramms, und zweitens Bewohnerinnen in Alten- und Pflegeheimen im großen Bereich. Ich kann zum Schluss Ihnen noch schildern, ich bin heute in der Früh mit dem Zug von Linz nach Wien gefahren, dann mit der U-Bahn weitergefahren, was ich erlebt habe, dann noch eine kleine Runde im Volksgarten gedreht. Das, was ich erlebt habe, das sind extrem disziplinierte, engagierte Menschen. Alles absolut genau so, wie wir ersucht haben, nämlich das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes einwandfrei, die Abstandsregeln super eingehalten und auch der erste Zwischenbericht der ÖBB, der uns sagt, dass etwa ein Viertel mehr Fahrgäste heute früh waren, zeigt, dass diese Begleitmaßnahmen, nämlich der Mund-Nasen-Schutz und die Abstandsregeln, super eingehalten wurden, alle sehr, sehr diszipliniert sind. So soll es bleiben, so soll es weitergehen, damit wir die Notbremse nicht ziehen müssen. Es wird jetzt von jedem Einzelnen abhängen. Jeder Einzelne wird auch in den nächsten Tagen und Wochen ein Teil der Lösung sein, ein Teil der Lösung sein müssen. Wenn uns das so gelingt wie in den letzten Wochen, dann bin ich durchaus optimistisch, dass wir das Virus weiter unter Kontrolle halten können. Das ist die oberste Maxime und daran arbeiten wir mit aller Konsequenz. Vielen Dank, Herr Innenminister. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das Osterwochenende, das jetzt hinter uns liegt, das wird sicherlich im kollektiven Gedächtnis der Österreicherinnen und Österreicher, der Menschen, die in Österreich leben, sich tief verankern. Es war ein Osterwochenende, das wir in dieser Form allesamt noch nie erlebt haben. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Polizistinnen und Polizisten, die im Einsatz waren. Sie müssen sich vorstellen, ein klassisches Osterwochenende ist für die Polizei eine Herausforderung, gerade auf der Verkehrsüberwachung. Viele Menschen sind unterwegs. Es gilt, die Unfallzahl zu reduzieren, Geschwindigkeitsübertretungen zu ahnden. Das ist ein klassisches Osterwochenende für den Polizeidienst, Einbruchsdiebstähle dort zu verhindern, wo die Menschen auf Urlaub fahren. All das hat sich jetzt verändert. Warum? Weil jetzt auch die Polizistinnen und Polizisten gerade auch an diesem Wochenende darauf geachtet haben, dass die Ausgangsbeschränkung eingehalten wird, dass der Sicherheitsabstand eingehalten wird, dass das, was den Menschen so viel abverlangt, zu Ostern, dass so eine besondere Zeit ist, keine Freundinnen, keine Freunde, die Eltern, die Verwandten nicht treffen zu können, dass das auch tatsächlich passiert. Es wurden über 2000 Anzeigen ausgeführt und vollzogen. Es wurden 380 Organstrafmandate ausgestellt. Das ist die neue Form, dass die Polizei die Möglichkeit hat, auch hier einzuschreiten. Aber das, was der Gesundheitsminister schon vorher angesprochen hat, der Bundeskanzler und vor allem auch der Vizekanzler, die Menschen haben sich vorbildlich daran gehalten. Man sieht es an den Zahlen im Vergleich zum letzten Wochenende, obwohl der Druck an diesem Wochenende so hoch war, so groß war, dass man Freunde, Verwandte besucht, sich trifft miteinander. All das ist Gott sei Dank nicht passiert. Das sieht man auch in der Anzeigenstatistik. Gestatten Sie mir an dieser Stelle ein großes Danke zu sagen, den Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sicherheitsverwaltung, den Soldatinnen und Soldaten, die im Assistenzeinsatz eine ganz wichtige Unterstützung für die Arbeit der Polizei sind, weil sie die Einsatzkräfte freispielen und auch da Großartiges leisten und das Gesamte dazu führt, mit der Kooperation, mit der Bevölkerung, die Polizei ist der Partner der Menschen hier in Österreich, dass wir diese Maßnahmen so gemeinsam getragen haben, die auch dann zu diesem schönen Zahlenergebnis geführt hat, das der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister und der Vizekanzler vorher auch schon angesprochen haben.
Verkehrsüberwachung musste aber dennoch stattfinden und man sieht an diesen Zahlen, wie sehr die Maßnahmen der Bewegungsbeschränkung funktioniert haben. Leider noch nicht genug, um die Unfalltoten zu vermeiden. Wir hatten 4 Verkehrstote dieses Wochenende, dieses Osterwochenende. Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir um 50% weniger Tote. 171 Verletzte. Auch da ist ein starker Rückgang von über 67%. Wir hatten leider auch diesmal 145 Alkohollenker. Auch da eine ganz wichtige Arbeit der Polizei, immer wieder durch Kontrolltätigkeiten den Druck so zu erhöhen, dass die Menschen eben nicht fahren und trinken. Dann leider, aber trotzdem, wenn es passiert, auch hier bei diesem Wochenende eine deutliche Reduktion im Vergleich zu den letzten Ostern. Jetzt gibt es auch eine Fülle von neuen Maßnahmen, die mit heute in Geltung treten. Was ist jetzt erlaubt? Erlaubt ist jetzt, dass kleinere Geschäfte aufsperren bis 400 Quadratmeter, die Baumärkte. Und da besonders wichtig ist es aber, wenn ich solche Geschäftslokale betreten möchte, brauche ich den Mund-Nasen-Schutz. Sie wissen, das sind die Masken, die man alle kennt, die man auch im Lebensmittelhandel bekommt. Aber es ist auch das Halstuch, das vor Mund-Nase gezogen wird, der Schal, um eben sein Gegenüber zu schützen. Sie wissen, der Mund-Nasen-Schutz ist in erster Linie in Rücksichtnahme auf mein Gegenüber. Wenn wir uns alle dran halten, wenn wir auch öffentliche Verkehrsmittel benutzen, wenn wir in Fahrgemeinschaften unterwegs sind, dann haben wir eine Chance, das Infektionsrisiko für mein Gegenüber zu reduzieren. Noch ein kleiner Hinweis, es war heute am Morgen schon feststellbar an den Baumärkten, die jetzt auch geöffnet haben, ist viel los. Die Menschen nutzen die Gelegenheit, um den Garten wieder herzurichten, den Balkon oder Renovierungsarbeiten in den Wohnungen durchzuführen. Da meine Bitte, der Baumarkt bleibt geöffnet. Es muss nicht alles gleich heute passieren, wenn man einkaufen geht. Bisher aber auch da die Berichte der Polizei, die vor Ort ist und Streifentätigkeiten durchführt, eine hohe Disziplin und auch da an die Regeln halten der Österreicherinnen und Österreicher. Gleichzeitig sind wir gefordert, wenn wir Schritt für Schritt jetzt die Maßnahmen neu definieren, wenn mehr wieder möglich ist, auch an Bewegung, müssen wir besonders darauf achten, dass sollten Neuinfektionen ausbrechen, rasch reagieren können. Daher ist das Innenministerium der Partner des Gesundheitsministeriums in der Frage des Containments, wie wir auch da rasch und effizient Möglichkeiten haben werden, um in Zukunft, sollten wieder Infektionsherde auftreten, möglichst rasch zu reagieren. Denken Sie daran, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Ausgangsbeschränkungen sind weiter in Kraft, sind wichtig. Der Sicherheitsabstand, der berühmte Meter, ist so wichtig, um Infektionsketten zu durchbrechen. Es gelten nach wie vor die 4 Gründe, das Haus zu verlassen. Wenn man arbeiten geht, wenn man einkaufen geht, jetzt in mehr Möglichkeiten als vorher, wenn man sich um einen anderen Menschen kümmert und, bevor einem die Decke auf den Kopf fällt, wenn man Sport betreibt, beziehungsweise spazieren geht, um einfach da auch auszulüften. Diese Ausgangsbeschränkungen bleiben bis auf Weiteres aufrecht. Sie sind notwendig, damit wir diesen erfolgreichen Zahlentrend, den wir heute gehört haben, auch tatsächlich gemeinsam umsetzen können und erreichen können. Ich bitte alle weiterhin mitzumachen. Die Polizei ist der Partner der Bürgerinnen und Bürger. Gemeinsam haben wir die Chance, dass wir irgendwann einmal wieder zu dem Punkt kommen, wo wir diese Maßnahmen nicht mehr brauchen werden. Danke. Vielen Dank den Vertretern der Bundesregierung. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen. Die erste Frage von der APA und dann kommen wir gleich zum ORF. Bitte, erste Frage, APA. Die Frage geht an den Bundeskanzler. Es gibt immer mehr Kritik, dass manche Gesetze, Verordnungen zu Covid-Maßnahmen nicht verfassungskonform sind. Denken Sie da an Reparaturen, Korrekturen oder lassen Sie es darauf ankommen, dass es Klagen gibt? In einer besonderen Zeit, in einer besonderen Herausforderung. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass wir schnell gehandelt haben und dass es funktioniert. Das Gute an den Covid-Maßnahmen ist, dass sie teilweise, dass sie de facto ja nicht für die Dauer gedacht sind, sondern teilweise für längere Zeit und teilweise vielleicht sogar nur für einen sehr kurzen Zeitraum. Und insofern wird die Überprüfung, ob sie verfassungskonform waren oder nicht, zu einem Zeitpunkt wahrscheinlich stattfinden, wo viele dieser Maßnahmen gar nicht mehr in Kraft sind. Jetzt sollen sich natürlich alle Juristen, die im Gesundheitsministerium an den entsprechenden Verordnungen und Erlässen arbeiten, bemühen, dass alles verfassungskonform abläuft. Ich bin auch überzeugt, die tun das, die geben ihr Bestes. Aber ich bitte trotzdem um etwas Nachsicht, dass das eine Ausnahmesituation ist, dass das eine noch nie dagewesene Situation ist. Und insofern würde ich diese juristischen Fragen in diesem Bereich auch nicht unbedingt überinterpretieren. Wichtig ist, dass die Menschen mitmachen, dass sich alle dran halten und dass die Republik funktioniert.
Und daher einen großen Dank an alle, die hier einen Beitrag leisten, allen voran die Bevölkerung, aber auch alle, die in den Ministerien arbeiten, auch an die Juristen in den Ministerien, die in einer nicht leichten Situation versuchen, ihr Bestmögliches zu geben. Und ob das alles auf Punkt und Beistrich in Ordnung war oder nicht, das wird dann am Ende des Tages der Verfassungsgerichtshof entscheiden, aber wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt, wo die Maßnahmen gar nicht mehr in Kraft sind. ORF, bitte mit der nächsten Frage. Ich hätte zwei Fragen. Das eine, weil die Baumärkte angesprochen wurden, da sieht man extremen Andrang. Sie sprechen selber von einem Andrang wie einen sehr, sehr starken Einkaufssamstagen. Wenn Sie das überrascht, inwiefern fließt das in die weitere Beurteilung der nächsten Schritte ein? Und andere Länder wie Dänemark, die beginnen ihre Lockerungen mit Kindergärten und Schulen. Was ist da die Entscheidungsgrundlage, dass in Österreich Schulen und Kindergärten frühestens ab Mitte Mai aufsperren werden und unterrichten? Also zur ersten Frage, nein, das überrascht uns nicht. Die Geschäfte waren jetzt lange Zeit geschlossen. Dass es insbesondere in Baumärkten da einen großen Andrang geben wird, damit haben wir gerechnet. Kann da die Bitte des Innenministers an die Bevölkerung noch einmal unterstreichen. Die Geschäfte haben jetzt wieder länger offen. Man muss nicht unbedingt am ersten Tag einkaufen gehen. Alle, die sich da etwas mehr Zeit geben und vielleicht erst am Mittwoch oder am Donnerstag in die Geschäfte gehen, die helfen mit, dass es hier nicht zu einer Überlastung kommt. Aber wir haben, nachdem wir damit gerechnet haben, ja die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen auch getroffen und den Geschäften mitgegeben. Das heißt, es ist eine begrenzte Zahl an Menschen nur erlaubt in den Geschäften. Es ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen und all das führt dazu, dass es auch mit einem großen Ansturm bewältigt werden kann. Die Berichte, die ich bisher bekommen habe, die zeigen, dass zwar viel los ist, das stimmt, aber dass die Menschen äußerst diszipliniert sind, der Sicherheitsabstand eingehalten wird und die Masse der Menschen auch im Freien wartet, bevor es in die Geschäfte hineingeht. Insofern glaube ich, dass hier sehr gut vorgegangen wird von den Geschäften, aber insbesondere auch von der Bevölkerung. Und zur zweiten Frage der Schule und der Kindergärten. Ja, unterschiedliche Länder werden hier unterschiedliche Wege gehen. Wir haben uns sehr früh in der Bundesregierung auch gemeinsam mit Experten die Frage gestellt, was ist wichtig in dieser Krise? Und da ist zum einen natürlich das Wichtigste, Leben zu retten und alles zu tun, um die Gesundheit zu schützen. Zum anderen ist aber auch wichtig, wirtschaftlich wieder gut aus dieser Krise herauszukommen, also es zustande zu bringen, dass die Arbeitslosigkeit nicht ins Unermessliche steigt, dass die Menschen überall dort, wo es nur irgendwie geht, ihre Jobs behalten und nicht arbeitslos werden und dafür eben die Priorität auf der Öffnung der Geschäfte. Und ich glaube, dass diese Priorität auch richtig gesetzt ist. Ich hoffe sehr, dass es zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein wird, auch die Schulen wieder zu öffnen. Gebe aber wieder einmal zu bedenken, dass wir hier von einer sehr großen Zahl an Menschen sprechen, über 1 Million Schülerinnen und Schüler, sehr viele Eltern dazu und gleichzeitig natürlich die Herausforderung, dass gerade bei Kindern das Abstandhalten, das Tragen von Masken nicht so einfach ist wie bei Erwachsenen. Insofern sind die Schulen eine große Herausforderung. Wir werden jedenfalls noch bis Mitte Mai auf den Unterricht, wie er derzeit stattfindet, also Distance Learning, zurückgreifen müssen und werden Ende April eine Entscheidung treffen, ob wir es für möglich erachten, die Schulen Mitte Mai zu öffnen oder nicht und wenn ja, wie. Dankeschön. Soweit die Statements von Bundeskanzler, Vizekanzler und den beiden Ministern. Alle weiteren Fragen von Journalisten sehen Sie in der TVTK, wo der Rest der Pressekonferenz übertragen wird. Eine kurze Zusammenfassung. Es gibt eine konstante, gute Entwicklung der Zahlen in Österreich. Heute gehe man einen ersten Schritt Richtung neuer Normalität, sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz. Kleine Geschäfte sind geöffnet, die Ausgangsbeschränkungen gelten aber weiterhin. Ein Fahrplan für die kommenden Wochen zur schrittweisen Lockerung, allerdings mit Notbremse, wird betont. Die stehe. Morgen soll es dann um Maßnahmen im Bereich der Sportstätten gehen. Für Kultur und sonstige Veranstaltungsbereiche soll es dann im Laufe der Woche Details zu möglichen Lockerungen geben. Die Bevölkerung wird weiterhin gebeten, sich an die Regeln zu halten. Stichwort Abstand, Maskenhygiene und Ausgangsbeschränkungen. Und über diese Pressekonferenz möchte ich jetzt mit zwei Ressortleitern aus unserer ZIP-Redaktion sprechen. Hans Bürger, für alle Innenpolitiker
politischen Fragen und Günther Meyer für die wissenschaftlichen Aspekte. Hans Bürger, ich möchte gerne bei Ihnen beginnen. Wir haben es von der Spitze der Bundesregierung gehört, da wird betont, es seien die richtigen Entscheidungen zu den richtigen Maßnahmen gefallen. Aber warum ist sich die Bundesregierung dazu so sicher, dass das wirklich die richtigen Maßnahmen waren? Sicher kann sich die Bundesregierung nicht sein, aber die Zahlen geben dieser Bundesregierung recht, dass der österreichische Weg einer war, der offensichtlich auch auf Expertenbasis ein Weg war, der zu diesen Zahlen eben geführt hat, die wir jetzt heute sehen. Wir sehen aus anderen Ländern komplett andere Zahlen. Und wenn wir das jetzt in der Schnelligkeit vergleichen und die Statistiken nebeneinander hinlegen, dann ist es klar, dass der österreichische Weg, der auch einer der ersten war in Europa, offensichtlich der richtige war. Der zweite Punkt, wenn die Wirtschaft komplett in sich zusammenbricht oder die Gefahr besteht, dann wird man natürlich die Bundesregierung lang- und mittelfristig auch danach messen, ob es der richtige Weg war oder ob man da zu weit gegangen ist. Eine wirkliche Bilanz, ob der österreichische Weg der richtige war, die werden wir 2021 ziehen können. Früher glaube ich nicht. Ein Stichwort, das wir bereits in den Pressekonferenzen der vergangenen Woche immer wieder gehört haben, war jenes der neuen Normalität. Heute ist mir das vorgekommen, hat das Bundeskanzler Sebastian Kurz noch einmal extra hervorgehoben. Was meint er mit dieser neuen Normalität? Dass es eine Normalität wie vor Corona auf absehbare Zeit nicht geben kann. Denn wir werden verschiedenste Freizeitaktivitäten so ausführen müssen, wie wir es vor wenigen Monaten noch nicht geahnt hätten, dass wir dazu überhaupt in der Lage sind. Wir werden, glaube ich, sehr lange mit Masken einkaufen gehen. Wir werden Sportveranstaltungen sehen ohne Zuschauer. Und das fürchte ich einen relativ langen Bereich. Wir werden Reisen sehr, sehr lange nicht, was den gesamten Kontinent oder die gesamte Welt betrifft. Es werden sehr viele Länder nicht bereisbar sein und das nicht in der Normalität, sondern eben in der neuen Normalität. Und wenn es dann die ganze Welt wieder gäbe, die befahr- und bereisbar wäre, da sind wir, glaube ich, wieder im Jahr 2021. Also wenn der Kanzler von einer neuen Normalität spricht, dann meint er offensichtlich alles bis zur Krise, das war normal und ab heute beginnt ein Schritt in die neue Normalität und die tatsächliche, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir in die überhaupt jemals zurückkehren werden, denn natürlich werden wir aufpassen müssen, werden wir dieses Virus im Hinterkopf haben und wenn es zu Mutationen bei diesem Virus kommt, dann ist sowieso die Situation wieder eine ganz andere und gefährlichere. Über das Virus an sich spreche ich dann gleich noch mit Günther Meyer. Noch eine letzte Frage. Man hört auch immer wieder von der Regierung, Achtung, Achtung, wir müssen auch vorsichtig sein. Und da wird auch immer wieder die Notbremse ins Spiel gebracht. Wie würde sich die Stimmung denn entwickeln, sollten die Lockerungen wieder zurückgenommen werden müssen? Die Stimmung in der Wirtschaft wäre eine katastrophale, es wäre ein Rückschritt, es wäre eine dramatische Entwicklung bei den Beschäftigungszahlen. Aber die Stimmung in der Bevölkerung, glaube ich, die ist schon gekennzeichnet in Österreich von einer überraschenden Disziplin. Wer hätte sich das gedacht, dass sich gerade über Ostern und das bei diesem Prachtwetter alle an die Ausgangsbeschränkungen, soweit es halt irgendwie im Rahmen ging, halten würden. Das heißt, die Österreicher sind in einer Stimmung der, zwar vielleicht nicht der Gelassenheit, aber doch der Akzeptanz und eben der Disziplin, was diese Maßnahmen betrifft. Das heißt, wenn es wieder zurückginge, würden sie, glaube ich, nach wie vor gelassener bleiben. Aber vielleicht einen einzigen Satz noch, der mir jetzt im letzten Statement bei Bundeskanzler Kurz aufgefallen ist. Wir haben ja hier an dieser Stelle sehr oft diesen Mitte Mai prognostiziert, ohne es exakt zu wissen, wann die Schulen wieder aufsperren. Heute hat es der Bundeskanzler auf Ihre Frage Mitte Mai nicht gesagt, wie kommen Sie auf Mitte Mai, sondern er hat es eigentlich bestätigt, dass Mitte Mai die Entscheidung fällt, also vorher, ob die Schulen wieder geöffnet werden könnten. Das ist schon ein kleiner Hinweis darauf, dass wir spätestens ab 1. Juni wieder alle österreichischen Schülerinnen und Schüler in ihren Schulen sehen. Danke, Hans Bürger. Günther Meyer, sprechen wir kurz über die Zahlen, die wir da heute vom Gesundheitsminister gehört haben. Geben diese Zahlen, derzeit schauen sie ja sehr positiv aus, Grund für langfristigen Optimismus?
Sie geben in jedem Fall optimistisch, muss jetzt einmal für eine mittelfristige Prognose. Und hätte man eine idealtypische Kurve für so eine Entwicklung gezeichnet, dann wäre es genauso eine Kurve, wie wir sie jetzt sehen, die zunächst noch angestiegen ist und jetzt in Richtung waagrechte abbiegt und dann hoffentlich irgendwann wieder abflaut. Aber mit 0,8% Steigerung pro Tag ist das schon sehr, sehr gut. Und mit einer Verdoppelungsrate in 39 Tagen, da sind wir schon auf recht gutem Gelände. Allerdings, und das muss man wirklich immer wieder betonen, es kann auch schnell wieder anders sein. Aber vergleichen wir es mit anderen Ländern, dann sind wir fast auf einem Idealkurs jetzt, wenn man von Pandemiekurven sprechen wollte. Damit das aber so bleibt, ist es wirklich notwendig, das jetzt weiter einzuhalten. Also das ist ein beeindruckender Start im Vergleich zu anderen Ländern, wo das ja bei weitem nicht so gelungen ist. Und der Erfolg, das wurde schon angesprochen, gehört wirklich jedem Einzelnen in diesem Land. Viele Länder stehen derzeit vor der Frage, Lockerungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie entwickeln sich die Zahlen? Was ist denn schwieriger einzuschätzen, das Verhalten der Leute, wenn es dann Richtung Lockerungen geht, oder dass die Entwicklung des Virus selbst? Es hat heute der führende US-Seuchenbekämpfer betont, dass er gesagt hat, wir können das Virus fast ein bisschen besser einschätzen als die Menschen. Für uns ist wichtig, dass die alle mitmachen. Könnten die USA von einem Verhalten wie in Österreich ausgehen, dann wäre das natürlich extrem positiv. Aber hier sind noch viele Dinge notwendig. Und hier schalten die USA jetzt auch sehr stark um auf diese Kontaktvermeidung. Mittlerweile haben auch ganz große Konzerne wie Google und Apple die Zusammenarbeit gefunden, um auch zu überprüfen, wie die sozialen Kontakte laufen. Diese Konzerne tun das sicher nicht nur aus altruistischen, aus menschenfreundlichen Gründen, wohl auch, weil das Virus sich schneller vermehrt hat als die Gewinne der Konzerne. Aber man sieht auch in den USA einen Strategiewechsel. Und mittlerweile hat sich das auch so ausgewirkt, dass man die Mortalitätsrate, also die vermutete Zahl an Menschen, die leider daran sterben werden, um 25% schon reduziert hat in den Prognosen, weil man eben sieht, dass die Reduktion der sozialen Kontakte auch in den USA der ganz entscheidende Faktor sind. Und gleichzeitig sind wir immer noch in dieser Situation, dass wir das Virus Tag für Tag ein Stückchen besser kennenlernen. Da hat es jetzt am Wochenende Meldungen gegeben, wonach bereits Genesene wieder an Covid-19 erkrankt sein sollen. Was ist denn daran dran? Weiß man da schon mehr? Dass es zu Reinfektionen kommen kann, ist relativ unwahrscheinlich. Es gibt aber Daten aus Korea, wo man 111 Menschen getestet hat, die eigentlich schon als gesund gemeldet waren und wo plötzlich das Virus wieder aufgetaucht ist. Wir wissen allerdings, dass bei dieser Art von Virus es sein kann, dass das Wochen nach der Infektion, auch nach der Krankheit, dass noch Reste gefunden werden können. Es wäre auch so, dass das Virus wollte es jetzt, diese Immunabwehr, die wir jetzt bereits kennen, von vielen Menschen umgehen wollte, müsste es deutlich mutieren. Und das sieht man in den ganzen Analysen nicht. Man sieht ganz kleine Veränderungen, aber die großen Veränderungen nicht. Und es wäre auch sehr untypisch für diese Coronaviren, die nicht dafür bekannt sind, dass sie sich so schnell verändern. Also hier muss man die Ergebnisse abwarten. Reinfektionen sehen wir auch. Wir haben ja schon sehr, sehr viele Genesene weltweit. Wir sehen auch nicht in anderen Regionen, dass es zu vielen Fällen an Reinfektionen gekommen wäre. Also hier müssen wir die Ergebnisse abwarten, aber Virologen sind sehr skeptisch. Die glauben eher an die Immunität, die dann doch bleibend vorhanden sein wird bei Menschen, zumindest einmal über Monate. Vielen herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Von Hans Bürger haben wir uns bereits verabschiedet. Danke auch, Günther Mayer. Das Bundesland Tirol liegt bei den Infektionszahlen in Österreich noch immer an erster Stelle. In den Quarantänegebieten bleiben die Ausgangsbeschränkungen deshalb jedenfalls noch 12 Tage bis zum 26. April aufrecht. In Salzburg hingegen wurde die Quarantäne gestern in 8 Gemeinden aufgehoben. Nur in Altenmarkt wurde sie vorerst bis morgen verlängert. Dort gab es etliche Neuinfektionen, insbesondere im Seniorenheim. Sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeiter werden heute getestet. Alle Bewohner und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenwohnheims in Altenmarkt müssen heute zum Test. Abhängig von den Ergebnissen soll bis morgen die Entscheidung fallen, ob die Quarantäne in Altenmarkt aufgehoben wird oder ob sie bleibt. Insgesamt 16 Neuinfektionen hat es hier zuletzt gegeben. In Zell am See, in Saalbach-Hinterglemm und in 6 weiteren Gemeinden Salzburgs ist die Quarantäne unterdessen ab heute vorbei.
Die Bewegungseinschränkungen bleiben ja. Das gilt auch für die Quarantäneorte. Und dort selbst bitte jetzt keine großen Partys zu machen. Hurra, die Quarantäne ist vorbei, weil dann kommen sie relativ schnell wieder. Im Tiroler Paznauntal wurde die Quarantäne unterdessen für knapp 2 weitere Wochen verlängert. Ebenso wie in St. Anton und auch in Sölden. Bei fast jedem 5. Getesteten hatte sich zuletzt eine Corona-Infektion bestätigt. In der Innsbrucker Innenstadt begrüße ich jetzt Sibylle Brunner. Wir haben es gehört, die Quarantäne ist in einigen Orten noch einmal verlängert worden in Tirol. Warum? Wieso scheint sich die Situation dort nicht zu beruhigen? Naja, dafür sprechen die Zahlen und da sind sich schon die Virologen und dann auch die Behörden einig. Nehmen wir zum Beispiel das Paznauntal her, da hat man doch in der letzten Woche intensiv getestet und hat eine Durchseuchungsrate, kein sehr hübsches Wort, aber so bezeichnet man das Ganze nun einmal, von 19% festgestellt. Also das ist keine Rate, bei der man sagen kann, man kann das Tal jetzt schon aufmachen. Die Gemeinde Sölden ist ein bisschen ein anderer Fall. Dort ist sozusagen die geschätzte Zahl, die hochgerechnete Zahl der Infizierten doch deutlich niedriger. Aber man hat festgestellt, dass sie noch lange nicht da ist, wo sie sein sollte. Und man hat in Sölden auch festgestellt, dass es offensichtlich zu Infektionen an mehreren Punkten, an mehreren Orten in der Gemeinde gekommen ist. Man kann da auch keinen einzelnen Infektionsherd festmachen. Und auch in St. Anton wurde das Ganze verlängert, weil man der Ansicht war und weil man sich auch sicher ist, dass das noch notwendig ist. Wir haben vergangene Woche das letzte Mal miteinander gesprochen. Da war die Innsbrucker Innenstadt wie leer gefegt. Das schaut heute schon ein bisschen anders aus. Was hat sich denn da übers Osterwochenende getan? Ja, das sieht deutlich anders aus. Es hört sich auch anders an. Also bei Live-Einstiegen in die Zeit im Bild-Sondersendungen in der letzten Woche, da hat man sozusagen seine eigene Stimme als Hall noch hier empfunden in der Maria-Theresien-Straße. Jetzt sieht das Ganze auf den ersten Blick so aus, als ob es wieder wie vor Corona wäre, allerdings nur auf den ersten Blick. Also was sich geändert hat, ist natürlich die Ausstattung der Menschen mit einem Mund-Nasen-Schutz. Die meisten haben einen solchen Mund-Nasen-Schutz. Sie unterhalten sich hier in der Maria-Theresien-Straße, aber sie halten Abstand, zumindest zum großen Teil. Und in den letzten 20 Minuten, in denen wir hier gestanden sind, ist doch dreimal eine Polizeistreife auch vorbeigefahren durch die Fußgängerzone hier, um zu überprüfen, ob auch alles seine Ordnung hat, ob die Abstände eingehalten werden. Aber die Stimmung, ja, die ist schon anders als noch vor ein paar Tagen hier. Vielen Dank fürs Gespräch, Sibylle Brunner aus der Innsbrucker Innenstadt. Auch Österreichs Wirtschaft leidet an den Folgen der Corona-Krise. 38 Milliarden Euro hat die Bundesregierung deshalb für die Unterstützung der Betriebe zur Verfügung gestellt. Vor allem das Modell der Kurzarbeit wird derzeit oft in Anspruch genommen. Fast 609.000 Menschen haben entsprechende Anträge gestellt. Die Mittel für die Kurzarbeitsunterstützung werden daher ein weiteres Mal aufgestockt von 3 auf 5 Milliarden Euro. Eine besondere Situation ist es aber auch für die Lebensmittelindustrie. Die 26.000 Beschäftigten arbeiten auf Hochdruck, denn die Supermärkte müssen mit den gewohnten Produkten versorgt werden. Vor der Corona-Krise haben die Nahrungsmittelhersteller auch viele Großküchen und Hotels beliefert. Weil der Betrieb dort aber steht, ist für manche Erzeuger ein großer Teil des Geschäfts weggebrochen. Zugesperrte Restaurants, leere Hotels und dicht gemachte Betriebskantinen. Seit Wochen wird hier überall nichts mehr verkocht. Damit gehen den Gastronomielieferanten riesige Absatzmengen durch die Lappen. Was wiederum etliche Betriebe in der Nahrungsmittelindustrie unter Druck bringt. Die, die sich stärker in Richtung Gastronomie oder Gemeinschaftsverpflegung positioniert haben, die haben jetzt einen sehr starken Rückgang ihrer Umsätze. Anders ist es bei den Herstellern, die sich auf die Supermärkte konzentriert haben. Sie müssen derzeit mit Volldampf produzieren und weil die Konsumenten untypisch viel für daheim einkaufen, muss die Industrie bei manchen Produkten auch ungewöhnliche Nachfragespitzen bewältigen. Wo es zum Beispiel schwierig ist, ist bei Betrieben wie Mühlen. Die haben große Silos, wo genug Getreide da ist, kein Problem. Aber die Verpackungseinrichtungen haben eine gewisse Durchsatzgeschwindigkeit und da kann man nicht beliebig viel mehr produzieren. Es ist grundsätzlich genug da, aber es kommt nicht so schnell nach, wie es jetzt nachgefragt wird. Zwischen den Herstellern und dem Handel müssen bei der Versorgungskette eben viele Faktoren zusammenpassen.
Für den Handel in Italien hat heute eine neue Phase begonnen. Vielerorts öffnen heute wieder Buchhandlungen und Geschäfte, die Baby- und Kinderkleidung verkaufen. Während die Zahl der Neuinfektionen langsam zurückgeht, will die Regierung in Rom schrittweise zur Normalität zurückkehren. Genauso auch in Spanien, wo die Neuinfektionen ebenfalls zurückgehen. Es ist die Zeit der Auferstehung. Nachdem die Spanier 2 Wochen in ihren Wohnungen und Häusern ausgeharrt haben, können einige nun endlich wieder raus. Es sind die Industrie-, Fabriks- und Bauarbeiter. Es ist ein wenig mehr los. Die meisten Menschen auf der Straße sind aber Kollegen, die in der Bauindustrie arbeiten. Auf den noch immer leeren Bahnhöfen der Hauptstadt Madrid händigen Polizisten den Arbeitern Masken aus. Ich muss arbeiten gehen und ich will, denn ich habe kein Geld mehr übrig. Ich muss die Miete zahlen, die Rechnungen. Ich habe ein Kind zu Hause. Ich hoffe nur, dass die Lockerungen die Situation nicht wieder verschlimmern, weil wir ersticken schon daran. In den Arbeitsstätten wird auf Sicherheit gesetzt. Alle Arbeiter tragen Masken und Handschuhe. Wir haben genügend Desinfektionsgel, aber suchen noch Masken, weil wir nicht wissen, ob sie mehrmals benutzt werden sollen. Auf den Straßen wird weiter streng kontrolliert, denn die Ausgangssperre gilt noch immer. Bis zum 26. April müssen sich 47 Millionen Spanier gedulden. Sie dürfen weiterhin weder spazieren gehen noch Sport im Freien betreiben. Wir haben weder einen Prozess der Deeskalation noch die Ausgangsbeschränkungen für die Bürger beendet. Aber es ist richtig, dass die Normalität in wenigen Sektoren wieder aufgenommen wurde. Erste Lockerungen wird es frühestens in 2 Wochen geben und die werden schrittweise und vorsichtig sein, so die Regierung. Auch die 60 Millionen Einwohner in Italien müssen sich weiter gedulden. Die strengen Ausgangsbeschränkungen sind bis zum 3. Mai verlängert worden. Aber auch die italienische Regierung traut sich in manchen Regionen und Sektoren, die Beschränkungen zu lockern. Seit heute dürfen etwa Buch- und Schreibwarenläden wieder ihre Türen öffnen. In Venetien darf man wieder in der Nähe der eigenen Wohnung Sport betreiben. Ausgenommen von all den Regeln ist die besonders hart getroffenen Region Lombardei. Unterdessen schmiedet Rom schon Pläne für die Zukunft. Ein Expertengremium soll bald die Rückkehr zur Normalität planen. Wir schauen jetzt zu unserem Korrespondenten Josef Manola nach Madrid. Hunderttausende Menschen durften da gestern zum ersten Mal wieder in die Arbeit gehen. Der sogenannte Winterschlaf, wie er in Spanien genannt wird, hat damit ein Ende. Wie werden diese Lockerungen aufgenommen? Ich glaube, dieser Winterschlaf wird noch einige Zeit dauern. Dieser Übergang zum Vollbetrieb wird wahrscheinlich Monate einnehmen. Was man gestern gesehen hat, ist, dass an Baustellen und vor allem in der Industrie wieder gearbeitet wird. Aber das ist sehr langsam. Das muss erst wieder anlaufen. Man muss erst wieder Baumaterialien zur Baustelle bringen. Und in der Industrie werden alte Aufträge abgearbeitet, aber an neue ist noch nicht zu denken. Die Autoindustrie, die sehr stark von diesem Winterschlaf betroffen ist, die beginnt ja erst nur langsam, weil bereits Halden sich angestaut haben. Die Autoindustrie war übrigens daran beteiligt, Atemgeräte für die Spitäler zu bauen. Ein bekannter Hersteller hat eine Abteilung ganz für diesen Zweck abgeordert und es wurden Beatmungsgeräte für die Spitäler, als diese fehlten, gebaut. Die Rückkehr zum Normalzustand wird noch einige Zeit dauern, vor allem auch für jene Leute, die noch immer im Homeoffice arbeiten, die noch immer Kinder zu Hause haben, Schulkinder, die ja auf absehbare Zeit nicht mehr in ihre Schulen zurückkehren können, sondern per Videos und E-Mails von ihren Professoren, von ihren Lehrern mit Aufgaben versorgt werden. Es wird noch einige Zeit dauern, bis diese Rückkehr zum Normalzustand, vielleicht 2 Wochen, vielleicht einen Monat, bis diese Rückkehr zum Normalzustand vollbracht ist. Derzeit gelten noch immer strenge Ausgangssperren. Spazierengehen ist verboten, Sport im Freien auch. Unter welchen Bedingungen soll man denn wieder zu diesem Normalzustand, den Sie angesprochen haben, zurückkehren können? Ja, darüber beklagen sich natürlich die Eltern besonders. Sie haben ihre Kinder zu Hause, machen zwar Aufgaben, aber dürfen nicht auf die Straße. Ein Vergleich mit Österreich ist sozusagen hier unvorstellbar, weil man kann das Kind, das Kleinkind nicht an der Hand nehmen und auf die Straße gehen. Das ist verboten. Da will man sofort gestoppt werden und wieder nach Hause geschickt werden. Wie geht man mit den Kindern zu Hause um? Das bereitet den Eltern bereits sichtlich Sorgen. Sie melden natürlich
das Ausgehen unmöglich. Also die Kinder wollen einen Auslauf haben. Es gibt Eltern, die sich darüber beklagen, dass Hundebesitzer, so wie ich, diese Erlaubnis haben. Ich kann 10 Minuten oder eine Viertelstunde hinausgehen. Und warum sind die Kinder schlechter gestellt als Hunde, sagen einige Eltern. Wie es weitergehen wird, ist eine interessante Frage. Ich habe gestern ein Interview mit Josep Borrell, dem Außenbeauftragten der EU, gehört, der in diesem Fall, in diesem Interview, als Spanier gesprochen hat. Er sagte zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Einerseits, es würde eine Zusammenarbeit in dieser Krise mit den USA und China besonders wichtig sein, sonst kommen wir nicht aus dieser Krise heraus. Und etwas Zweites, er hat gesagt, er glaubt nicht, dass das letzte Wort in den Hilfen der Europäischen Union an die südeuropäischen Staaten gesprochen sei. Er glaubt, dass man da noch einen Schritt weitergehen müsse, um die besonders stark betroffenen Länder, Italien, Spanien, auch Frankreich, doch noch stärker in diese Hilfsmaßnahmen einzubeziehen, damit auch für die Außenwelt, auch für die Bewohner klar wird, dass die Europäische Union an einem Strang zieht und gemeinsame Maßnahmen auch für die am stärksten Betroffenen setzen wird. Vielen Dank für diese Informationen aus Madrid, Josef Manola. In der Corona-Krise darf aber auch ein bisschen Humor nicht fehlen. Und da dreht sich derzeit viel um den Artikel, der bei Hamsterkäufen besonders beliebt war, das Klopapier. Mittlerweile hat sich auf dieser Front die Lage wieder entspannt. Zeit, dem Klopapier ein Denkmal zu setzen in einer Schneekugel. Produziert wird die in einem Wiener Traditionsunternehmen, das erstmals in seiner 120-jährigen Geschichte die Produktion einstellen musste, mit Ausnahme der Klopapierschneekugel. Die wird seit kurzem hergestellt. Immerhin 100 Stück sind bereits vorbestellt. 2 Euro des Verkaufspreises gehen ans Rote Kreuz. Kein Blick in die Glaskugel sind die Wetteraussichten, vielmehr eine detaillierte Prognose, die wir uns jetzt noch ansehen. Jetzt am Nachmittag ziehen im östlichen Bergland noch letzte Schauer durch. Dazwischen lockert der kalte Wind die Wolken aber auf und es zeigt sich auch die Sonne, vor allem im Westen Österreichs. Es bleibt relativ kalt bei maximal 5 bis 13 Grad. Ab morgen scheint wieder durchwegs die Sonne und es wird von Tag zu Tag ein bisschen wärmer. Am Donnerstag liegen die Höchstwerte bei etwa 24 Grad. Mit diesen Aussichten sind wir fast am Ende dieser ZIP-Spezial. Die Spitze der Bundesregierung hat heute noch einmal an die Bevölkerung appelliert, sich trotz der Lockerungen, die es heute gibt, kleinere Geschäfte dürfen wir seit heute wieder aufsperren, sich an die Maßnahmen zu halten. Hier waren die Stichworte Hygienemaßnahmen, Masken und natürlich die Abstandsregeln. Die Ausgangsbeschränkungen seien nach wie vor in Kraft. Alle Zahlen deuten aber darauf hin, dass sich die Lage derzeit leicht entspannt. Die nächsten Nachrichten haben wir dann wie gewohnt um 13 Uhr für Sie. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Bevor wir diese Sendung aber beenden, wollen wir Ihnen heute noch zeigen, wie sich unser Planet aufgrund der Corona-Maßnahmen verändert hat. Mit Daniela Ettrich und Ansgar Gerstmann werfen wir einen Blick auf die leere Welt mit Corona. Genießen Sie ihn.